Nach 10 Sekunden die Geisel gefunden und Yacht, jawoll! Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Alle Karten außer Bartlett sind wieder da. Ich protestiere! Auf allen Vieren. Pokémon-Raum. Ach nee, Pokémon-Raum. Ja! Pokémon-Raum. Ist auch so Pokémon-Raum. Pikachu. Da, wo ich mich mal hinter der Geisel versteckt habe. Mit Gastle. Hier geh. Da, wo ich mich mal auf die Couch gelegt habe und ihn nicht gesehen wurde. Mit der Kapschrau. Hast du mit dem Handy gespielt? Nee. Film geguckt. Den Gegner dabei beobachtet, wie er durch den Raum lief. Wie er dich nicht beobachtet hat. Den Raum an mir vorbei. Ich geh zur Luke. Okay. Die war hier drüben. Ach komm schon, du dumme Drohne. Mensch, da ist einer gehüpft. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch einer. Noch einer. Drei. Gute Arbeit. Standort der Geisel weiterhin unbekannt. Hier ist so hell. Früher war das viel dunkler. Mach's Licht auf. Ach, sehr schön. Na, ich setze hier noch was hin. Schön drauf aufpassen. Ne? Komm schon. Die Geisel ist doch doof. Flores fährt. Verkommen, ne? Störsender kaputt. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Deine habe ich. Bei mir gehen die Fenster auf. Ach komm, Mann, ich. Wohl. Na, ach, jetzt gucke ich sicher. Scheiße. Flores kommt bei DMG, also die Drohne. Oh, nochmal, du bist Ding, ey. Bleib einfach bei der Geisel sitzen, dann kann er nichts machen. Er kommt jetzt die Treppe hoch. Treppe hoch. Kamera kaputt. Reingesprungen durchs Fenster. Die Gegner haben die Geisel gesichert. Hinter dir, also durch die große Tür, könnte Flores kommen. Noch 15 Sekunden. 10 Sekunden noch. Letzter verbleibender Gegner. Beste. Eigener Trupp eliminiert. Mission Schrotflinte. Das ist Angreifer. Ja, die hat die Shotgun.
Entschuldigung. Die Geisel muss beschützt werden. Ach, hätte Ubisoft nicht noch 2 Sekunden warten können, hätte er mitspielen können. Nee. Der Flores. Die Ibana. Alle da. Halt, Luke. Schmeiße Mine. Keine Sorge mehr wegen der Granaten. Einer rennt über uns. Der Merrick band die Luke auf. Mal C4 durchschmeißen, wenn das Loch groß genug ist. Das wird lustig. Er kann Granate durchwerfen. Cool anders. Flores ist tot. Noch 40. Feinde gesichtet. Zweiter Zug. Nein! Ach klar doch, ich treff wieder bloß die Luke. Das gibt's doch nicht, ey. Sekunden.
Auf beim Bier, was mir übrig. Ja, bin geändert. Ja, aber durch ja, die aber Wand, du super. Hast ganz woanders hingeguckt. Ja, weil da vorne Serafina gestorben ist. Maverick ist verletzt, er liegt am Boden. Das Zeitlimit ist erreicht. Der war doch zu hören bei dir, dass er kommt. Ja, aber erst kannst woanders hingucken, dann war ich geändert. Wenn Serafina da stirbt, dann wird da was gewesen sein. Ja, von oben. Nee, er kam dann runter. Ich hab's gerade noch so geschafft, das Schild zu zerstören. Ich hab's gegrillten Maverick. War ja erstmal nur verletzt. Es ist ja wurscht, solange man den nicht aufstellt. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Keller, hier. Gut. Motor. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Die Frau Frost. Ich glaube, Puls war da noch nicht. Ah, jetzt Strom drauf. Besser ran. Wir kennen schon alle. Jeha! Ja, was? Nein! Was für Jill? Alle am gleichen Punkt spawnen. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Du blub, 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 blub. Sichtkontakt mit Geisel bestätigt. Evakuierung Strömen. Eingeleitet. Klebeband. Fährt nur noch das Kabel. FGF-HT unterwegs. Kann auch wegmachen, wenn du möchtest. HT befestigt. Mal gucken, was passiert. Schocktot. Jetzt kannst du, wer ist hier, Hibana? Oh, ich will da gar nicht aufmachen. Da wollen wir doch gar nicht rein. Nee. Fix ein Viererloch. Dann lass ihn da. Gut. Hey, okay, was schießt du denn? Ich hacke ihre Übertragungen. Ich komm mal mit dem Fuß. Wird schon tot. Ach Mann, wo hänge ich denn jetzt schon wieder da? Frost ist rechts in der Ecke. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Hinten links. Hinten links, einer ist unter mir unter der Treppe. Ja, über den Motor muss man mal da hinten liegen, ja. Nicht da. Da hinten, ja. Ja, da hinten. Ja, ja. Es bewegt sich bloß unter der Treppe, das ist blöd. Eigener Trupp neutralisiert. Die mit ihrer Gardine.
Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Ganz oben ist sauber. Küche auch. Poker womöglich. Pokerraum. Geisel gesichtet. Hier ist Mozzikram. Oh, nein, noch ein Käfer, noch ein Käfer. Uah. Jetzt kannst du reinfahren. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Jetzt komme ich nicht über die Kante, ernsthaft. Ja, ist noch Ubisoft. Ubisoft. Ich will das ACOG beim Alter zurück. Grünes Licht für Geisel-Evakuierung. Die haben ein Loch in der Wand. Oh, ja. Sprengversuch verlegt. Danke für den Hinweis. Gleich geht das Licht aus. Nein. Mein Gott, wie denn? Na toll. Bei mir ist am Klo jemand, Serafina. Kapkan. Ich liege hinten. Zu dir hin? Ich würde sagen, über außen, übers Fenster. Ich bin außen. Oi, 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 oi. Eigener Druck neutralisiert. Lauf doch nicht immer an offene Fenster. Lass ich dich halt liegen. Ja, du musst gucken, nicht immer einfach dran vorbeilaufen.
den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Klingt hier oben die Kamera frei. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ach, der Schalter. Der hat echt eine Kontaktgranate für verballert, um meine Drohne zu kriegen. Ja, sicher, ist sicher. Aufnehmen. Ein Störsender, Hilfe. Einsatz in 5 Sekunden. So beknackt, dass die Runden jetzt nur noch 3 Minuten lang sind. Sollte mal ein bisschen schneller sein. 4 Minuten wäre ideal. Ich muss das Nico zerschießen, aber da war noch ein Kopf mit 3 Beinen. Nur noch ein Gegner übrig. Was, ein Kopf mit 3 Beinen? Sichern und mit Treibgas. Ja, warum? Na, hier beim Zoll. Ja, ich weiß, dass er da ist. Ein Pieper. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Ja, man kann ja nicht mehr durchspringen. Kacke, Kamerafrau haben sie wieder. Gute Arbeit, Büro. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich brauch die Drohne noch. Mhm. Die haben einen Spaß. Ich glaube, Mozzi haben die Standard. Mira haben sie auf jeden Fall. Einsatz in 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Klopfi, klopf. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Witschel ist der Letzte.
verbleibender Gegner. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Jetzt die Bombe noch hoch. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Na, die Wand braucht rein. Zwei. Drei Bugtermit, Flores. Ey, sind noch mal die letzten. Die Nomad. Ein Gegner verbleibt. Und tot. Mehr ist immer gut. Gegner eliminiert, Mission erfolgreich.
Flugzeug. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Die Drohnen sind nicht nach dem Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Wandtaschen zu. Bleiben noch 10 Sekunden. Tür im Auge behalten. Noch 5 Sekunden. Eingang präpariert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Hilfe, 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 Hilfe. Drück F1. Abstand halten. Oh, Schildringer. Last Finger weg. Das sagt man hier zu dritt, na toll. Hinter einer Pappwand. Na, ich nicht. Abpuppeln hier dran, puppeln. Ich hoffe, Glass ist schon tot, weil da liegt einer draußen auf diesem Flügel? Nee. Auf diesem Hochfahrgerät? Ja. Der Rolltreppe meinst du wohl? Nee, nee. Diese Hebebühne, die Hebebühne. Hebebühne. Hebe, Hebe. Hebe. Und der bewegt sich auch nicht. Und wenn ich vors Fenster gehe, dann. Gleich kriegst du einen Kopfschuss. Ah, hier ist jemand vor uns. Hier, beim Kontrollraum. Nein! Nur noch ein Gegner übrig. Piep. Piep. Was redet? Aua! Ja, der Maestro. Ja, Maestro spielt mit seinem Auge rum. Nee, es war nicht Maestro. Nee? Dann Twitch. Der schießt aber bei... Was? Nee. Ich hab 5 HP abgezogen gekriegt. Das wäre Maestro-Schaden. Das wäre genau Maestro-Strom schon. Oder ist er jetzt gerade erst gestorben? Nee, ich glaube, das. Doch, der ist jetzt gerade erst gestorben. Gerade erst. Aber hier ist doch kein böses Auge. Hinter dir doch, da am gelben Ping. Ja, im gelben Ping ist auch gut. Ab durch den Keller mit dem letzten Gegner, da sind noch ein paar Minen. Diana. So, dann guck links, einer rechts vorbei, dann können wir ja nur gewinnen. Meinst du? Bestimmt. Meine schöne Matte ist im Arsch. Ja, ist das am Kopf, ein Kissen? Ah, oh, mein Abwehrsystem steht noch. Toll! Ganz großes Kino. Das ist das Wichtigste, dass du da überlebst. Besprechungszimmer. Soll ich dir jetzt auch dankbar sein? Ja. Mit Geschenkkorb und Dankeskarte, bitte. Soll ich es hinschicken? Zu mir natürlich. Mit deiner Adresse, dann kriegst du sogar noch einen selbstgebackenen Kuchen. Glaubst du auch wohl selbst nicht.
Was? Den Kuchen. Auf den Kuchen warten wir ja schon seit Jahren. Wenn ihr mir nicht sagt, wo ich ihn hinschicken soll. Wir müssen den Biogasbehälter schützen. Das ist eine Ausrede. Ich treffe die Drohnen schon. So, dann deckt. Oh, ihr habt Shit. Hast du? Mit Drohne, ja. Das war sein Schrei. Nur noch 10 Sekunden. Das war bestimmt ein Pfeil. Zugangssperre einsatzbereit. Abstand halten. 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter. Oh Gott, Glass, hör auf, Finger weg! Böses Auge bereit. Die kommen hier gerade hin. Hinterhalt gelegt, Sicherheitsabstand. Aua, aua, aua. Das tut jetzt schon unheimlich weh. Zugangssperre angebracht. Sollen sie nur kommen. Keine Sorge, Mann. Oh, ist oben Cockpit gehen sie rein. Ein Floris ist Kack. Toll, super Floris, ist fein gemacht. Nomad haben sie auch. Ja, zweimal abgefangen und das dritte hat sie jetzt hier an der Wand geschossen. Nochmal Floris Kack. Gut. Das ist kaputt gemacht, ja. Ja. Nochmal Floris Kack 3. Hier. Kann ich jetzt mal vom Boden weggucken? Mama, Mann. Nee, das Ding ist hier noch sehr fein an der Wand. Von Nomad. Red von Floris, nicht von Nomad. Von red dich aber. Sorry, ich hab Floris verstanden. Der Cockpit-Zugangssperren mitnehmen aus Tod. Da draußen, ne? Nomad kommt jetzt hoch. Küche. Tot. Nur noch 25. 25 noch? 20. 15 Sekunden. 10 Sekunden übrig. Ich hab keinen Mine. Es bleiben noch 5 Sekunden. Ja, ist draußen auf der Treppe. Zeit abgelaufen. Der Behälter wurde nicht gesichert. Mission der Gegner gescheitert. Ja, schieß du mal rüber. Genau gesehen, sehr. War ich gar nicht. Beweise. Hast du welche? Nee, ich habe die Schüsse fliegen sehen und du warst da in der Ecke. Stimmt ja gar nicht. Von wo die kam. Ja gar nicht. Du knick in der Optik oder was? Nee. Bestimmt zwei. Mein Monitor ist zwar gebogen, aber passt schon. Hast du mal wieder was dagegen geworfen, hä? Nee. Der ist so angeliefert worden. Hat die Grit den geliefert? Meinst du mit einem schönen Hinterndruck, dass er ja gewölbt aussieht, oder was? Mhm. So ein komischer Hinterhand. Man muss ja aber mit einer Art von Kopf gesetzt werden. Ich
Vielleicht wollte sie sich bloß draufsetzen und da ist der Bildschirm gleich schon in die Knie gegangen. Oh, das arme Mädel, ey. Das ist aber Dingsbums da hinten. Die versteht das schon. Knott die Mods die einmal an und schon ist alles wieder Position, gegessen. Position, wo wir vorhin waren. Den Arudi Personalbereich. Oh oh. Ich bin durch. Böser Boob. Wieso spawn ich da? Einsatz in 10 Sekunden. Das weiß ich nicht. Du bestimmt gerne. Einsatz in 5 Was? Sekunden. Was? Ob. Mhm. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Warte, jetzt hier draußen ist alles Biogefahrgutbehälter. Warum? Warum? Ganz schön leichtsinnig von dir. Warum? Darum. Da ist gar nichts leichtsinnig. Feindkontakt! Erdgeschoss! Look ist offen, gelber Ping, Vorsicht! Lagerluke offen, Serafina, Vorsicht. Ein Hologramm weg. Hat mich jetzt Serafina im Lager. Das ist der Gang zwischen Gepäck und Frachtraum, Aruni. Scheiße. Ach, Kacke, Mann! Ein Lebenspunkt. Den Behälter sichern. Sicherung des Raumes einstellen. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Es bleiben noch 15 Sekunden. Bombs. Eigener Trupp wurde eliminiert. 2 in 1. Ja, wenn die da. Wie er senkrecht in die Luft geht, nicht mehr runterkommt. Da ist er runtergekommen. Nee. Bei mir nicht. War doch rechts der Fuß zu sehen. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Da, VIP-Schlafzimmer. Behälter wurde lokalisiert. Oh, nicht gut. Zehn
Sekunden bis Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Da guckt ein Eisberg aus der Pappschachtel raus. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Das ist schon mal sauber. Ah, hier auf der Treppe ist Alibi. Steck mal Server ab. FGF-HD unterwegs. Nein, scheiße. Ich hab meinen FGF verloren. Schicke FGF los. Luke wird geöffnet beim Schlafzimmer. Da kommt wer. Ich komm jetzt. Im Raum noch. Unter dem Bett. Jetzt allein. Dann mit dem Blitz helfen und so. Ein Gegner verbleibt. Ich wechsle das Magazin. Ratero geht rein. Das geht gleich hoch. Scheiße. Er ist schon im Raum. Ja, ich wollte. Ich muss wegen Serafina, weil sie nach hinten guckt. Den Raum sichern und den Biobehälter suchen. Er kommt von oben runter. Eigener Druck getötet. Okay, dann ist er durch die. Ah, Luke durch den Keller, okay. Luke links. Ich hab mich auf deine Ansage verlassen, MG. Ja, war in dem Fall nicht gut. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Keller sind sie, Keller. Kapkan, Kapkan. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ja, Mira, würde ich gerade sagen.
Ja, die ist in dem Gang da. Nehmen wir Alibi-Hologramm. Oh, Capcan haben sie noch. Ach, kacke, Mann. Scheiße. Ich hab doch gesagt, Capcan haben sie noch. Unzerstörbare Fläche? Ja, hab ich gedacht, das ist schon geguckt. Nee, hab ich nicht. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Eigener Trupp. Nee, was? Kein Kopfschuss. Die Ansage war doof. Ich habe die Luke einfach gar nicht mehr beachtet, hätte aber auch nicht gedacht, dass er das macht, dieser Bandit. In der Verteidigerrunde davor, seinerseits. Und jetzt gerade eben, unzerstörbare Fläche, hallo? Ubisoft? Und bis zum nächsten Mal, macht's gut. Und tschüss.